würde ich sagen. Auf ein. Jetzt. Auf ein neues. Zu einer weiteren Folge von Let's Play Kirby, das vergessene Land. Im letzten Part haben wir. Dieses doofe Kugeldingsbums-Zeugs gemacht. Ich will das nie wieder machen. Und ihr zwei neue Zeitspalte freigeschaltet. Und ein Level. Und haben ein Level gemacht. Das erste krasse Level. Das war richtig schön. Und ich war. Hammerklettertour. Und vor allem. Schlag die Nägel. Oh, Sunshine lässt grüßen. Ja, ich habe ja schon beim letzten Part ange. Warum drücken Sie Y? Oh mein Gott, ey. Ich habe die Angriffstaste vergessen. Ich habe ja gesagt, ich habe ja jetzt Arceus auch gefangen. Also bei beiden Spielen. Könnt ihr bei beiden reinschauen. Das eine Video ist ja das beliebteste auf dem Kanal gefühlt. Mit Abstand. Ich glaub, das aber wir danken auch für weglassen. Die vielen Aufrufe bei Meta Knight, also beim Video mit Meta Knight, dankeschön. Und bei dem Ringstopfer und bei dem noch einen anderen. Mit der zwar am krassesten, aber trotzdem. Wir danken für alles. Für 150 Abonnenten, danke, danke. Das läuft. Das haben wir ja nicht erwartet. Es werden auch noch Specials kommen, aber ja, mal gucken. Das Ding ist, genau, ich wollte auf Arceus eingehen. Der Part kam heute. Ich weiß nicht, ob das Video heute auch kommt, wahrscheinlich. Das Ding ist, oh, ich glaube, ich hab's ganz knapp verkackt, oder? Nämlich Darkrai. Oha. Ich hab's jetzt. Tja. Ach, scheiße, ey. Nur weil ich nochmal aus und zurück gesprungen bin. Na egal. Reden Sie weiter. Und das Ding ist mit Darkrai, da ist nicht so, ja, du gehst einfach zu Geheimgeschehen und kriegst jetzt das wie bei Shaman. Ein Item dafür. Du musst zwischen zwei neuen Monden ins Geheimgeschehen gehen und das bekommen. Wann ist und das? Neumond ist ab morgen. Das heißt, vom 1. April bis zum 30. April könnt ihr das machen. Und ich weiß nicht, ob das das Einzige ist und ob dann das vorbei ist, die Zeitspanne, weil ich glaube, Shaman kann man jetzt auch schon nicht mehr bekommen oder so. Bin mir unsicher. Ich glaube nur bis Ende März oder so ähnlich. Aber ihr solltet es auf jeden Fall schnell machen. Genauso wie hier die Codes bei Kirby einlösen. Wir werden, glaube ich, noch in ein, zwei Parts auf jeden Fall Codes einlösen, weil es so viele gibt. Werde ich euch zeigen. Ich habe ja gesehen, dass, glaube ich, einer der Parts das war mit Codes einlösen. Ja, mach mal. Wird kommen. Ich bin gespannt. Ich bin ja mal gespannt, dass Jan das jetzt schafft. Ich meine, du warst eben schon so kurz davor. Und sie haben eine Dummheit begangen vor Ende und haben gedacht, sie können schon hinspringen. Und ich dachte so, okay. Was glauben Sie, warum der Nagel da ist? Denken Sie, der ist Deko? Ich hatte ihn, glaube ich, sogar geschlagen. Ich habe ihn nur nicht getroffen. Man weiß es nicht. Das Video wird es euch sagen. Ihr habt ja die Macht des Zurückspulens. Aber das Ding ist, ich finde es komisch, dass du die triffst, obwohl du... Ja, genau. Du hast sie eben voll normal geschlagen. Warum triffst du denn jetzt jeden? Richtig schlecht, ey. Manu, schrecken Sie sich jetzt an. Und sagen Sie nicht, Sie machen das sowieso schon. Sie müssen es jetzt mehr tun. Weißt du, an was mich dieser Turm erinnert? Nee. An Wurms Wuchtwall. Ja. Vor allem die letzte Plattform. Also, dass die eine sich halt so bewegt. Natürlich ist Wurms Wuchtwall mit Abstand nicht so hoch. Und ich denke, bei dem Turm gibt es ja auch kein One-Up. Apropos, es gibt ja gar keine One-Ups bei Kirby. Ist ja so ein Ding. Komm, jetzt schaffst du es easy. Ja. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn man gar kein Geld mehr hat, weil man bekommt immer 100 abgezogen. Gibt es da aber wirklich ein Game Over Screen? Na, ich weiß es ja nicht. Glaube ich nicht. Das ist bei Odyssey genauso. Bei Odyssey verlierst du Münzen. So, sind wir mal gespannt, ob die andere Mission ähnlich einfach ist oder uns zum Verzweifeln bringt. Schlag zu, kolossale Schwertprüfung. Ja, aber die mit mehr Zeit sind meistens leichter insgesamt auch. Wie viel? 1,20. 1,40 übrig haben, okay. Ach ja, aber du hast ja schon mal Erfahrung gesammelt. Hattest du da eigentlich das einfache Schwert beim letzten... Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das einfache Schwert aussieht. Juhu, das war gut. Und weiter. Oha, das ist zu schnell. Okay, 1,40. Oh, die Hasen sind nervig. Wenn du die nicht triffst, dann springen sie dir weg. Die sind auch blöd. Hä, sind das wie Buhus? Also naja, das Gegenteil, die sind Buhus. Ja,
Bleiben stehen, ja, wenn du sie siehst. Ah, du kannst sie dann auch schlagen. Die anderen Bogen musst du ja schlagen, wenn du sie nicht siehst. Wo laufen sie hin? Weiß ich nicht. Warum sind sie noch? Komm, das ist das letzte. Los, und los, was für ein Boss kommt? Oh, wie viele? 2, 3, 4? 2. Wie viel soll das sein? Noch 2,40, 1,40 übrig haben. Oh, der ist besiegt, das ist gut. Das könnte gut sein. Ja, los! Nein, der hat sich treffen lassen. Nein! Oha. Schnell! Zeit sogar nicht. Ja, easy peasy. Mann, hättest du das andere beim ersten Mal geschafft? Mann, Jan! Bitte, bitte. Aber der doppelte First Strike. Ach, sehr schön. Naja. Man muss hier mal einen gewissen Anspruch an sich selber haben, ja? Vor allem haben sie schon wieder gesoffen, da liegt die Flasche von ihm, was soll das? Wer weißt du das? Ja, das kann nur ihre sein. Auf der Suche nach der Oase. Größeres Level diesmal. Ich habe nur einen Schluck heute getrunken, okay? Aber ein groß. Auf X. Nein. Nur Bolognese und da ist diesmal Rotwein mit drin. Und da wir nur irgendwie eine Literflasche hatten. Nee, gar nicht. Das sind, glaube ich, mehr. Ja, habe ich halt einen Schluck schon getrunken. Das könnte ein schöner Part heute werden. Ich merke das schon. Ja, gleich gibt es noch mehr. Oh. Da muss ja irgendwie lernen. Das ist eine Oase. Weißt du, was eine Oase gibt? Ich hoffe, das gibt's hier. Das wäre schön. Wasser? Ja, Wasser. Und ein Pool. Wasser. Oh, ich will. Ja, in der Oase gibt's nicht immer einen Pool. Ja, aber Wasser. Und wer sich dann keinen Pool macht, der ist auch selber schuld. Okay, hier ist ein Pool. Ja, nee. Na, zwei Pools. Kannst du da reingehen? Man hört auf jeden Fall. Kannst du da reingehen ins Wasser? Wie denn rein? Ja, bleib mal so, beweg dich einfach mal nicht. Ah, okay. Ich weiß nicht, was das jetzt sollte, aber okay. Wow. Ja, das hat mit einer Mission zu tun, aber ja, das kommt erst noch. Habe ich mir sogar schon fast gedacht. Brennen Gras. Aber das ist was anderes. Es ist ein geheimer Pool und... Ja. Achso. Das ist der geheime Pool und du musst die Fähigkeit nehmen und ja, im Pool schlafen. Wie soll man da drauf zum Beispiel kommen? Wie wird einem das dann später gesagt? Was? Ja, sei du froh. Setz es erst ein, wenn du drin bist. Hallo, was tust du? Setz dich automatisch ein. Dann geh rein. Hä? Ach so, ach ja, leg dich einfach hin. Ich glaube, du musst gar nicht im Pool sein, glaube ich. Nicht eben, okay? Ja, ja, das ist gut. Toll, aber ich wollte es im Pool machen. Das wäre cool, wenn du so eine Liege hättest. Also da ist eine Nuss, die sollte ja auch knacken, glaube ich. Also ich hat wahrscheinlich nichts mit der Quest zu tun, aber Nüsse sind gesund. Okay. Mhm. Haben wir das hier auch? Au. Looks. Wer sind ich glaube, die sollten wir besiegen. Ach, mit Wasser. Noch nicht weitergehen. Wie muss man den noch besiegen können? Ja, die Frage ist wie. Wenn du weiter zurückgehst mit der Fähigkeit vielleicht. Das Ding ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist eine Quest.
ist das der, den ich denke, der das ist? Anscheinend haben wir es wegen deiner Schlafquest verkackt. Warum? Hier ist nichts mehr. Kann auch sein, dass das der nicht ist. Ja, bestimmt. Nee, also das ist... Hier, wie es hier... Wie es hier steht, nicht. Also geh weiter. Hier steht im dritten Abschnitt. Gucken Sie mich nicht an. Ja, genau, du brauchst Wasser und du hast hier noch keins. Und... Oh, die andere Quest weiß ich auch schon, was es ist, aber... Das machst du, glaube ich, eh, oder versuchst du? Was versuchen sie da? Oh, ein Salamander. So. Ist das keine Bartagame? Gesundheit. Tut mir leid, dass ich das zufällig weiß, weil eine gewisse Person das als Haustier hat. Also ich sag mal so, die musst du nicht besiegen, aber... Ich mach das trotzdem. Wir haben nichts verdient. Warte mal. Ah ne, ich wollte sagen, da ist irgendwas, aber da sind ja überall Löcher bei den Zonen. Aber kann ja trotzdem sein, dass irgendwo was ist mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die, also die Fähigkeit ist auf jeden Fall gut dafür. Ja. Endlich mal wieder was Schönes. Oh, da kannst du runtergehen. Was sehe ich davon hier? Da ist eine True. Was war das denn jetzt? Pokémon Go Fest 2022. Mhm. Oh. Sägezahnbumerang, Blaupause. Andere müssen wir auch noch verbessern. Oh. Hä? Achso, stimmt. Ich würde gerade sagen, haben wir die erste Stufe noch? Aber das ist ja nicht der erste Weg. Ist das, das war, glaube ich, eine der ersten Sachen, die wir verbessert haben, oder? Ich glaube, ja. Unten lang? Ja. Kannst du da? Da geht's noch weiter unten rechts. Ich sehe das. Ja, ich glaube, das. Oh, ja, noch mehr Flaschen von dir. Das soll das sein. Nein. Hören Sie auf, das abzustreiten. Nein. Sie müssen einsehen, dass Sie Probleme haben. Wir hatten eben. Ich habe eben erst eine Weiterbildung wegen Stress und. Wie ist das andere Wort? Sucht, genau. Wie? Ich hab gedacht, das wäre zu kompliziert, das Wort so. Nee, Sucht. Stress und... Das waren das andere. Sucht. Ui. Ui. Uff. Hä, wo geht's denn jetzt hin? Vielleicht hätte ich hier da noch nicht hingesollt. Ich glaube, ich habe hier noch nicht hingesollt. Wir sind noch nicht im dritten Abschnitt, oder? Ja, trotzdem war da, glaube ich, noch Sachen. Als ob das der normale Way war. Oh, das war wichtig. Was? Mais. Ganz. Was? Okay, das haben wir schon mal nicht vergessen. Ja, nee, du hast ja alles richtig gemacht. Du kommst nicht weiter zurück. Das ist nur die. Fraktion mit dem Rollen. Du meinst? Ja, das ist immer von diesen. Da oben glaub, ist, da ist das Ding, was du machen musst. Und da oben sehe ich schon noch das Wasser. Ah, du musst. Du solltest die Bohrerfähigkeit hier eigentlich nehmen. Tja, sieht alle schon verkackt an, wie es aussieht. Jetzt ist die Frage an Sie: Wollen Sie sterben? Nee, da oben ist noch einer. Das war trotzdem eine sehr tiefgründige Frage. Okay, vielleicht. Das ist ja mal dieser komische Bleistiftbohrer, ey. Ja, komm her. Ich sag mal so, den sollten Sie behalten. Was eine Erdbeere? Du glaubst doch nicht, dass du unter Gift durchgraben kannst. Warum drunter durch? Warum nicht? Weil Gift in den Boden sickert. Das ist jetzt nicht was so oben auf der Oben. Was war das jetzt für ein Try? War doch ein Versuch wert. Ich will mal wissen, wie der ohne Gift aussieht. Komm. Die Globox. Mach ihn nass.
2. Einer noch. Da oben ist noch einer. Kommst du wahrscheinlich nicht mit Wasser hin. Da wird wahrscheinlich hoffentlich noch was kommen. Klettert danach die Leiter hoch, bohrt euch links unterm Zaun durch und aktiviert den Schalter. Mach ich doch, lies das doch nicht vor. Für die Leute, die blinzen. Wir müssen hier alle, das ganze Publikum ansprechen, nicht nur die Tauben, die Stummen auch. Und auch die Krähen. Oh, du könntest alles schaffen, wenn du eine gewisse Sache am Ende machst. Dann haben wir 100%. Ist ja jetzt gut. Jetzt ruhig. Was? Ja, Nummer 4 ist. Boah, müsst ihr eigentlich noch sein? Geht hinter dem Zaun durch die Tür. Im folgenden Abschnitt müsst ihr. Ja. Hinter dem Zaun durch die Tür. Wo ist eine Tür? War das doch im Bereich davor? Muss ja hier irgendwo sein. Ach, hier, warte mal. Hier noch ein Zaun? Nee, das war auch kein Zaun. Da ist er. Das müssen wir noch was machen. Wenn das hoffentlich noch geht mit runterhüpfen. Wo haben wir das denn übersehen? Uff. Ja, weil wir so fokussiert waren auf den Gegner und dann hast du alles eingesammelt und bist. Ja. Bitte platzen. Ja. Danke. Was? Platzen? Wenn Kirby platzt, dann wäre das Spiel zu Ende. Oh. Hä? Falls man die Fähigkeit nicht mehr hat, oder was? Wahrscheinlich. Jetzt musst du alles schnell einsammeln. Also alles ist, glaube ich, für den letzten Ding, Wurdel die. Und das Schaffen ist für den Wurdel die, der da drin ist. Also es sind beides die letzten sozusagen. Der Anspruch ist natürlich jetzt hoch. Ja, das steht jetzt natürlich unter Spannung. Ja, ich stirb einfach. Ey, wie kann man denn das verkackt haben? Sei ruhig. Vor allem müssen wir das alles nochmal machen. Oder landet man in diesem Bereich wieder? Nein, ist es nicht. Wie kannst du so ruhig bleiben, dazu nichts sagen? Weiß ich nicht. Ganz einfach. Ja, schon verkackt. Was machst du denn? Oh, warum bist du stehen geblieben? Weil wir 9 Abonnenten haben. Geh da mal raus und rein. Mein Gott, was machen sie? Die gucken Leute hier. Doch, ich hab gesagt, dass ich E-Mails hab. Dann hab ich gesehen, oh, ein neuer Abo. Ja, das stimmt doch gar nicht. Hab ich vorher gesehen, doch. Nee, wir haben nur 151. Na, da wurde einer deabonniert. Oh Gott. Ja, aber die Leute, die angezeigt werden, sind mir eh sympathischer, muss ich sagen. Ja, der Typ war ein großer, wie er sich das angehört hat. Hä, wo weißt du das? Ja, weil das was Russisches war. Achso, ich hab verstanden, was Großes. Russisch. 27 Abonnenten, als ob das groß ist, entscheidet selber. Ja, okay, meine Güte. Kriegen wir jetzt das? Uiuiuiui. Aha. Der Fail war natürlich wieder unnötig, aber naja, gut. Das Umbringen auch. Wir hätten einfach durch die Tür gehen können. Aber naja. Sie haben es genauso wenig gesehen, also selber schuld. Hier haben die Möglichkeit nicht gesehen. Haben wir jetzt eigentlich alles? Ich glaube, wir haben alles.
100%, obwohl wir aus dem 31 einfach rausgekickt wurden, weil ich gedacht habe, dass es versteckt. Wir müssen natürlich erstmal noch abschließen, das stimmt natürlich. Okay, dann kommen wir in dem Part theoretisch noch die nächsten Missionen machen, die noch kommen. Ich hab so brennen. Ja, das ist schlecht. Gesundheit. Meine ich. Danke. Es werden ja immer weniger Würfel, die sie retten. Nee, am Ende sind es immer drei, oder? Ja, müsste so sein. Haben wir jetzt eigentlich schon 200? Oh, noch einer, danke. Kurzi. Kurzen. Da ist doch das Ambelen-Center. Mitarbeiterbereich. Warum ist das in der Welt auch? Man weiß es nicht. Wurde aber weggeweht. Wollte ich gerade sagen. Ja. Und tschum. Dann wird der nächste Part gar nicht so lang, weil wir ihn was und das machen, sonst hatten wir immer das da zusätzlich. Na gut, graben wir erkunden. Danach kommen doch nochmal welche, oder? Nochmal? Möglich. Irrgarten der Zäune. Also wir müssen uns einen Weg merken. Hey, warum haben wir nicht einen Bleistift? Weil... das keinen Unterschied macht, man weiß nicht. Oh, jetzt müssen wir natürlich uns merken, wo der Weg ist. Und du musst die richtigen haben. Ja, nur da, wo die Schilder sind. Eine Minute Zeit, das heißt, es darf höchstens noch 2 Minuten stehen. Ah, das ist aber nett. Da ist der Weg, wo du hin musst. Ja, wir müssen uns halt erstmal umgucken, ne? Ja, nee. Du kannst am Anfang nur links, dann musst du geradeaus. Und du musst dir merken, dass du da nicht drunter durch. Ja, man sollte das schon mit Sinn und Verstand machen. Ja, okay. Ja, da hast du nämlich eins übersehen. Da rechts. Da rechts. Unten rechts sollst du gehen. Was tun sie? Unten rechts ist offiziell der dritte, würde ich sagen. Und dann oben rechts und dann oben links. So, jetzt geht die Wand hier eh weg. Das sieht man schon. Hä, ist doch nicht der dritte. Ist der hier fünfte? War ich doch nicht. Ja, ja, oben links, hab ich ja gesagt. Oh nein. Erstmal einen Überblick machen. Das ist die Frage, ob wenn wir das jetzt haben und wir auf diesen Teleporter gehen, ob dort das Ziel kommt. Ich würde es mal annehmen. Ja, muss man wieder von unten kommen. Ja, okay, wir sind 30 Sekunden zu langsam. Krimmen. 30 Sekunden. Let's go! Hast du eine Thread, wo du lang gehen willst? Ich glaube ja. Also ich sag das immer wieder, aber glauben kannst du in der Kirche. Gibt's hier nicht. Jetzt wollte ich irgendein Zitat sagen, irgendein Anime-Intro, was gut dazu passt, aber ja, da habe ich zu wenig Wissen zu, muss ich sagen. Also, das ist natürlich doof. Das ist sehr doof, muss ich sagen. Was ich jetzt auch doof finde, was ich gesehen habe, ist, Vera Entwen hört auf mit Fernsehen nach 30 Jahren. Wer? Jetzt fragt sich Jan, wer ist Vera Entwen? Vera Entwen ist die unter anderem Schwiegertochter Besuch gemacht hat. Weiß ich trotzdem nicht genau. Die Moderatorin davon. Die haben ja gesagt, ach, wirklich, der eifrige Alfred. Nee, das ist nicht A. Das hat er nicht mit A gemacht. Oh, Jan. Ist es der Second Try? Ja, der erste richtige. Das andere war ja nur ein Umguck-Try. Erzählt nicht. Ah, ja. Okay, okay. Ja, mega. Hatten sie wohl noch. Immer wenn ich das sage, denke ich an Jan Mega. Jan Mega? Warum? Als ob der Ruf von Jan Mega so komisch ist. Jan Mega! man weiß es nicht. Okay, was ist das andere? Was gibt es noch zu tun? Es ist. Drachenfeuer. Eine Sekunde. Schmelzen und gleiten. Eine Sekunde haben wir. Ey, wir hatten schon mal den einen nicht viel, ich glaube 5 Sekunden, weil wir diese Zeitfähigkeit hatten. Also 30 Sekunden übrig haben.
Ja, aber hier, das ist easy. Also du kannst nicht viel schneller sein als die Lunte. Ich kann es halt einfach nicht treffen. Ja, und das Eis musst du schmelzen. Weil sonst geht Feuer aus. Ganz simpel, oder? Ganz simpel, ich weiß. Ja, die Dinger sind egal. Oh, Jan nimmt die Abkürzung. Jan! Meine Güte. Wenn sie das nicht unter Kontrolle haben, sollten sie es... Ganz ruhig. Die Gegner müssen sie nicht besiegen. Sie sollten das Feuer auch nicht beeinträchtigen, glaube ich. Also, ich hoffe mal. Alter, wie lang ist der Weg? Kommt's Feuer? Ja, es kommt. Oh, oh. Oh, oh. Schneller! Feuer! Ach man, das war doch doof. Ja, weil du den Gegner nicht beachtet hast. Du hast dich einfach fressen lassen. Jan, die haben dich zum Fressen gern. Und du solltest die Leute abweisen. Ich weiß, es ist schwer für dich, aber weis sie ab. Schieb sie weg. Schieb sie einfach weg. War das jetzt irgendwas, was man kennt? Nein, war es nicht. Ja, weiß ich ja nicht. Denn das ist alles nur in meinem Kopf. Du kennst halt gefühlt 50 Serien und sonst was mehr als ich. Außer vielleicht bei Kinderserien, aber... Allgemein. Oh Gott. Mach den Fehler nicht nochmal, Junge. Du hast genug Zeit. Du kannst den wegbrennen, wenn du das musst. Let's go. Weg mit den Moais. Oh, da ist nochmal ein Brutzelgegner. Es läuft. Wir müssten gleich am Ziel sein. Jan! Jan! Beeilen Sie sich! Oh. Hä? Habe ich mich verrechnet? Hä? Ja, du warst nicht schnell genug. Was ist passiert? Simpel. Der ist gegen den Eisblock gekommen und du hast es nicht schnell genug gemacht. Ich hab da keinen Eisblock gesehen. Da waren drei Eisblöcke, hä? Ja, hab ich nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Wir kommen gleich an die Stelle und dann wirst du... Das da, die drei da, hast du nicht gesehen? Ja doch, ich hab die doch weggemacht. Nee, zu spät. Feuer war da, du nicht. Der war zu spät. Ich bin das Feuer. Vor allem diese komischen Hunde, die hier anders aussehen. Von der Farbgebung erinnern mich voll an Alola. Nee, doch. An Alola-Zickzacks. Nee, Gala-Zickzacks. Gala-Zickzacks, genau. Sind auch so schwarz-weiß. Auch wenn Zickzacks ja normalerweise auch grau ist und braun, aber ja, irgendwie eine Mischung aus allem. Was kletterst du denn, Kirby? Ja, warum machst du das? Was bildest du dir ein? Hey, aber das verstehe ich nicht. Eigentlich müsstest du... Hey, habe ich mich mit der Zeit... Habe ich mich vertan, weil du kannst hier nicht schneller sein. Easy. 15 Sekunden übrig, vielleicht ist es das. Ja, da gibt es den, glaube ich. Muss ja. Da. Hä? Was? Hä? Wo kann man denn... Hä? Ich glaube, du kannst das erste überspringen, indem du drüber fliegst. Probier was mal. Das... Weiß ich. Welches jetzt erste was... denn? Ja, jetzt hier bei der Kanone. Kannst du da nicht rüberfliegen irgendwie? Was ändert das? Muss ja da hoch. Okay, hier kannst du nicht überspringen. Irgendwas ist aber... Hä, wo kann denn die Lunte eine Abkürzung? Warte mal. Ich hab eine Idee. Ja. Wie geht das? Scheiße. Die Lunte einfach später anzünden, aber das kannst du... Das geht ja nicht, oder? Hä? Ich hätte halt überlegt, dass die Lunte erst da hinten anzündest, aber dann... Die Lunte geht ja schon so schnell, wie sie kann. Nein, nein, nein. Dass du die Lunte nicht am Start anzündest, sondern wenn du kurz vorm Ziel bist, dann das Seil anfackelst und das losgeht. Aber. Ja, das geht ja nicht.
Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Ich guck mal, was das Internet da sagt zu. Ja, finde ich gut. Probieren Sie so langsam. So lange einfach weiter. Das habe ich so auch nicht geschafft. Aber hä? 10 Sekunden ist ja schon eine Menge. Hüpf, hüpf. Ja, wenn wir was finden würden. Brauchst du den Namen nochmal? Nee, alles gut. Gucke nur kurz, wo ich das nachschauen kann. Theoretisch kann man hier theoretisch aber rüber, das macht das Seil nicht mit. Das macht halt keinen Sinn. Ja, vielleicht ein bisschen Feuerbällen irgendwas machen? Ich weiß nicht. Ich google noch nebenbei. Brennt das Seil vielleicht auch mittendrin, wenn ich lang genug Feuer drauf gebe? Ja, ich guck mir das Video an mit Old Treasure Roads Target Dings da bieten. Können kurz pausieren, das wird eh nichts. Okay, wir haben sehr wahrscheinlich das Rätselslösung. Deswegen müssen wir einfach nur krass sein. Weil wenn man in der Kanone ist, kommt das Feuer schneller zu einem. Also das Feuer, ja. Das heißt, wir müssen einfach nur insgesamt wirklich deutlich schneller sein. Aber das heißt, du musst, wie gesagt, über das Eis kaputt machen. Von nichts treffen lassen, einfach durch da und Flügel. Ah, war gut. Na, jetzt auch vielleicht Flügel auf so einer schönen Geraden machen sollen. Ja, das ist eher suboptimal gewesen, oder? Ha, könnte gut sein. Ich weiß es halt nicht, wie knapp es war. Er hatte, glaube ich, 2 oder 3 Sekunden über. Oh, hier kann man auch 2 mit einem machen. Wichtig. Und Feuer, wo bist du? Feuer schneller. Ist das Feuer aus? Nee, da ist es. Doch, das kommt noch deutlich. Oh, haben wir es jetzt ganz genau? Nein. 30 Sekunden übrig. 30? Ja, immer noch. Hä, hey, warum kann das denn jetzt nicht schnell genug? Weiß ich, ob du irgendwas drücken musst. Auf jeden Fall war da drin und dann kam das schneller. Och man. Ja, dann sehen wir uns, wenn ich in der Kanone bin und sehe, ob ich irgendwas drücken kann oder so. Wahrscheinlich. Okay, da sind wir wieder. Wir versuchen es jetzt aber nochmal. Wir müssen B drücken. Wenn wir in einem Kanonending sind. Also, vielleicht hätte ich es sogar dann geschafft. Man weiß es nicht. Wäre knapp geworden. Ja, versuchen Sie es mal. Ich gehe mal kurz meine Tablette reinschmeißen. Ja, ja, wir sehen uns doch da drin in der Kanone. Sonst so macht das keinen Sinn, wenn wir es geschafft haben. Mit ganz viel Glück haben wir es jetzt. Oh. Komm schon. Oh. Ich hab ihn gut. Ist ja besser so. Ach du Scheiße. Ja, okay, gut, das hat zu lange gedauert. Oh mein Gott.
Ja, wichtig, wichtig. Naja, im nächsten Part gibt's das letzte Level und sehr wahrscheinlich auch den nächsten Boss. Mal sehen, schaltet auf jeden Fall ein, wird spannend, denke ich. Och nee. Okay, gut. Ich könnte halt auch noch was sein. Na egal. Wir sehen uns dann. Deswegen, tschüss. Nicht verpassen, Like lassen. Bis dahin und tschüss. Boah, da hab ich zu früh Tschüss gesagt.